Grüß euch. Was geht's heute? Ja, das Thema ist der Rücktritt des ehemaligen oder jetzt ehemaligen Bundespressesprechers der Piratenpartei. Der hat sich ja öffentlich beschwert, öffentlich, um das geht's mir eigentlich, dass er mit einem langen Kabel geschlagen wurde. Ne? Weil sagen, Leute, ihr steht euch selber im Weg. Also die Leute, die ihr jetzt sozusagen nach vorne schickt ins Rennen, in die Öffentlichkeit, die sind momentan euer größtes Problem. Inhalte habt ihr mittlerweile, Programm habt ihr auch mittlerweile. Aber ihr solltet echt schauen, wenn ihr da nach vorne schickt, weil wenn jemand rumjammert, er wurde mit einem LAN-Kabel geschlagen, ist es schon ziemlich peinlich. Ja. Ich habe da mal was vorbereitet, damit sich auch diejenigen unter uns, die jetzt nicht so nerdy und geeky sind, das mal vorstellen können, was so ein LAN-Kabel ist. Das ist ein LAN-Kabel. Gut, der Stecker ist jetzt nicht von der Sorte masseintensiv, sondern halt so normal, aber trotzdem ist es ein Teil, das nicht unbedingt einen Bindfaden darstellt, wenn man sowas draufkriegt mit dem nötigen Schwung. Mit der nötigen Kraft durch die Luft gezogen, ist das Ding wie eine Peitsche. Kann schmerzhaft sein. Ist schmerzhaft. Kann ich, ist schmerzhaft, wenn derjenige, der das Ding schwingt, in Anführungszeichen weiß, was er tut. Ja? Was hätten die anderen Parteien gemacht? Das ist dann die nächste Frage. Auf jeden Fall, sie hätten einen Rand gehalten. Ja? Die wären also nicht rumgerannt und hätten gesagt: Ich höre auf, ich bin geschlagen worden. Sondern die hätten wahrscheinlich das wie ein Mann hingenommen und hätten anderweitig sich gewehrt. Ne? Gut, mal auf die einzelnen Parteien zugeschnitten. In Bayern, ja, man hört es ja, ich komme eindeutig aus dem Landstrich. Was hätte man da gemacht? Das ist ein CSUler. Wenn der mit einem seiner Parteikollegen in einen Disput gerät, der holt kein LAN-Kabel raus, der greift zum Maskrug. Hat den Vorteil, der andere, der das Ding über den Schädel kriegt, kann nicht mehr rumrennen und rumjammern, der liegt erstmal flach. Ja. Ob das ein demokratischer Weg ist, seine Zwistigkeiten innerhalb der Partei zu regeln, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das nennt man Meinungsverstärker bei uns in Bayern. Was hätte die SPD gemacht? Oder so ein SPD-Mitglied, der hätte schätzungsweise Flasche Bier genommen. Ich habe jetzt da nichts vorbereitet, also nicht direkt, sondern ja, halbe Glasl, da ist Tee drin. Kein Bier, ich bin jetzt nicht so ein Biertrinker, auch wenn ich aus Bayern bin. Es ist ein überholtes Vorurteil, Freunde. Ich trinke andere Sachen viel lieber. Gut, ich habe jetzt auch kein Bier drin, sondern das ist Rooibos-Tee. Der ist sehr gut, schmeckt mir. Vor allem der ist mit Karamellgeschmack. Gut, was hätte die FDP gemacht? Ich habe ja gesagt, ich komme noch mit Zucker auf die FDP. Die hätte wahrscheinlich ja so Rösslers Rezeptblock genommen. Ja, das ist auch ungefähr so die Größe. Ich habe das vorbereitet. Entweder hätten die dann den Gegner sozusagen damit quatscht, den hier, und dann und wären davon gerannt. Oder sie hätten das Ding hergenommen für Papercuts. Papercuts, sich mit Papier schneiden. Ja. Es geht und es ist schmerzhaft. Es ist verdammt schmerzhaft. Mancher Schnitt mit einem Messer ist nicht so schmerzhaft wie ein Schnitt mit einem Stück Papier. Wer Jackass den Film gesehen hat, der hat gesehen, man kann sich mit Papier schneiden. Und es ist wirklich schmerzhaft. Ich habe es selber schon erlebt. Tut weh. Ja, was hätten die Grünen gemacht? Konnte ich jetzt nichts vorbereiten. Ich habe keine Sonnenblumen, nicht im Garten. Aber wahrscheinlich hätten sie sich mit Sonnenblumen duelliert und hernach eine Selbsthilfegruppe gegründet für gewaltbereite Norweger-Pulliträger. Die Linken. Die Linken,
Die sind dann schon etwas rabiater als die Grünen. Die hätten wahrscheinlich mit dem Kapital um sich geschlagen. Also ich meine jetzt nicht so mit 10-Euro-Scheinen den anderen beworfen oder für ganz grobe mit 50-Euro-Scheinen nicht mehr im Bündel und dann wie bei der FDP mit dem Rezeptblock abgewatscht, sondern ich meine das Kapital, das Buch von Friedrich Engels. Ich habe da jetzt auch mal was vorbereitet. Ich habe das Kapital nicht. Irgendwann muss ich es mir mal auch als gebundenes Buch holen. Ich habe nur das E-Book dazu, aber als sozusagen ja, Demonstrations- und Ansichtsmodell. Ne? Das ist jetzt ungefähr ein Buch, wo ich mir vorstelle, das Kapital hat ungefähr dieselben ja, Ausmaße, ungefähr dieselbe Gewichtung. Ja? Ist jetzt ein Fachbuch für Netzwerkprotokolle, aber das ist ja nur zur Demonstration. Gut, jetzt haben wir eigentlich so ziemlich alle Parteien durch. Bis zu den Piraten. Ja, wie gesagt, sich untereinander schlagen ist kein Weg. Also jemanden, der nicht bewaffnet ist, zu schlagen erst recht nicht. Dann zu Mutti rennen und rumjammern ist auch keine Lösung. Jedenfalls nicht öffentlich. Ja, wenn man Mutti mal in einem stillen Moment in der Küche erwischt, eventuell. Aber was macht der Administrator, wenn er ja mit seinem Mitarbeiter, Lehrling, Kollegen unzufrieden ist und bei der Piratenpartei ist und dann von einem LAN-Kabel getroffen wird? Er geht zur Chaos-Kabelkiste und holt sich ein altes Centrino-Druckerkabel. Warum? Wie soll ich das jetzt sagen? Das ist Politik, weil, ja, sagen wir es mal so, Saddam Hussein sollte angeblich Massenvernichtungswaffen haben, dafür hat man gleich das ganze Land überfallen, ja? Abschreckung nennt sich das. Wie schreckt dann der gemeine Administrator ab, wenn er mit einem LAN-Kabel angegriffen wurde, er holt Centrino-Kabel. Und jetzt habe ich auch schon mal was vorbereitet, zeige ich euch, warum er sich mit einem Centrino-Kabel wehren sollte, nicht mit einem anderen Patch-Kabel. Patch-Kabel? Ja. Gut, gibt es auch länger, ist jetzt mal so 50 cm Patch-Kabel. Kann auch reichen. Ja? Aber mit einem Centrino-Druckerkabel in der handelsüblichen Länge von knapp einem Meter kann man sich sehr erfolgreich gegen Patchkabelangriffe wehren, nämlich weil das Ding so ein Endstück hat. Dagegen ist das Patchkabel, wie soll ich sagen, wie das Kindertaschenmesser aus dem Kaugummiautomaten gegen ja, ein Samurai-Schwert. So ein Teil als ja, Vergeltungsmaßnahme gegen einen Patchkabelangriff. Der macht es nie wieder. Der merkt sich das. Vielleicht hätte das der gute Herr von der Piratenpartei auch machen sollen. Und nicht zu Mutti rennen, sondern das wie Männer unter Männern regeln. Gut, jetzt habe ich lang genug über Parteien gelästert, in dem Fall über den Angriff mit einem Patchkabel. Wie soll man das sagen? Ja, also unter Administratoren ist so ein Patchkabel the weapon of choice. Das fällt mir jetzt irgendwie nicht ein dazu. Weil, ihr wisst ja, nur die Harten kommen ans Patchkabel. Das war's. Bis zum nächsten Videoblog. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Pferd's euch.